Guten Morgen. Morgen. Ich habe meine Zöpfe aufgemacht. Ja, und unsere Tür geht immer noch nicht auf. Nee, die geht immer noch nicht auf. Deswegen müssen wir über die Gartentür raus. Unsere Tür, unser Mann. Ja. Man darf uns nicht sehen. Und Mama bleibt hier. Mama bleibt hier, weil wir ja die Tür nicht zumachen können. Weil sonst müssten wir hier die Gartentür. Weil sonst müssten wir hier die Terrassentür auflassen. Das ist ja auch blöd. Tschüss. Es sind jetzt gerade zwei Handwerker da, die gerade die Tür ausbauen. Ja, mal gucken, ob sich das Problem beheben lässt. Morgen fliegen wir nach Mallorca. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon erzählt haben. Und bis dahin muss die Tür auf jeden Fall repariert sein, weil wir können es ja nicht die ganze Zeit auflassen. Noch was du hörst, oder? Das hört sich so krank an. Was ist das? Gebet. Nee, das ist die Sprache von Ubanogo. Ah, okay. Du tust sie ablenken. Streichel sie. Nein, dann lenke ich sie ab. Übrigens, weil viele gefragt haben, das mit dem Stillen klappt jetzt wieder. Das war nur an diesem Tag irgendwie komisch. Also sie nuckelt jetzt ganz normal wieder. Weiß auch nicht, was da war. Also ich glaube, sie hatte kurz eine Saugverwirrung. Aber jetzt geht's wieder. Geh, mein Gott. Und Schatz, du lenkst sie ab. Wieso? Guck, sie macht schon so mit ihren Füßen so, weg. Mann, Schatz, ich halte es von mir aus. Ja, Pech. Juli ist nämlich, Juli ist erkältet, aber er will unbedingt mit Eliana kuscheln, aber ich habe es ihm verboten, weil er erkältet ist. Gell? Ich habe keine Lust, dass Eliana sich ansteckt. Unsere Tür wird gerade repariert. Wir sind jetzt alle auf dem Weg in die Stadt und machen noch ein paar letzte Besorgungen für den Mallorca-Trip. Mallorca-Family-Trip 2018. Wir hoffen aber, dass unser Flieger fliegt, aber wir sind guter Dinge, genau. Und freuen uns schon alle mega. Mama kommt mit, eine Freundin von ihr kommt mit, Benji kommt mit seiner Freundin. Wir sind jetzt in der Stadt und gehen jetzt einen Koffer kaufen, weil wir haben einen Partnerlook und mit der Tante Kat. Ja. Wir gehen jetzt Koffer kaufen, weil morgen geht es in den Urlaub und unsere Koffer sind kaputt gegangen. Wir haben ja auch schon richtig viel mitgemacht, so oft wie wir Philippinen fliegen und sowas. Und die gehen mit den Koffern halt echt richtig beschissen um. Und das letzte Mal, wo Mama geflogen ist, sie hatte auch unseren Koffer, da ist es dann komplett gerissen. Nein, das war nicht Katharina, die hat gerissen, nicht meine. Hey, aber du hast auch unsere Koffer dabei gehabt, oder? Ja, alle beide, aber nicht gerissen. Hey, warum kaufen wir nur neue Koffer? Warum kauft ihr einen neuen Koffer? Ich weiß gar nicht. Ach so, Katharina, weil du keinen Koffer hast. Ja, nee. Weil sie dann keinen Koffer hat. Ich habe einen Koffer. Hey, welchen? Die Russe? Man, ja, das ist ja unser Koffer. Ja. Wir haben eigentlich noch Koffer, aber die benutzt unsere Mom dann für morgen, weil die fliegt ja auch nach Mallorca. Und wir hätten dann sonst keine Koffer, deswegen also kaufen wir eigentlich. Meinst du? Nee, genau wie die Lila. Ja. Ach so. Ja, genau, das sind die Koffer, die wir eigentlich noch haben, aber die Mama benutzt. Deswegen kaufen wir einen neuen Koffer, damit wir einen Koffer haben und damit Mama auch einen Koffer hat. Also wenn wir, weil sonst könnten wir ja sagen, Ma, gib uns unser Koffer zurück. Und mit welchem Koffer fliegst du dann? Ich habe nur keine Koffer noch dabei. Noch einen. Hä, wie viele Koffer hast du? Ich habe alle Koffer von euren alten Koffer. Hat bei mir alles. Das schwarze. Das halte ich nicht, aber das ist so groß. Ey, der hat unsere Koffer geklaut und wir müssen jetzt neue Koffer kaufen, weil du unsere geklaut hast. Ich wollte nur neue kaufen, weil das ist nicht alles. Nein. Also ich hatte einen grauen Koffer die ganze Zeit und der war richtig gut. Der ist jetzt aber kaputt gegangen. Der Katharina wollte nur einen Koffer kaufen, nicht du. Ma, weißt du was? Du bist verschmiert in deinem Mund. Was? Und meinen guten Koffer hat Kat kaputt gemacht, als sie in die Türkei geflogen ist. Ja. Also habe ich es nicht kaputt gemacht. Alle, die alle, die am alle, ja. Die kaputt. Die sind zerbrochen. Aha. Ja, deswegen kaufen wir uns neue Koffer. Genau. Ist
So, Koffer ist gekauft. Und? Ja. Sie haben aber einen hübschen Sohn. Vielen Dank. Ich bin sehr stolz auf ihn, er wird mal Fußballer. Hajo. Voll sonnig. Wir sind jetzt im Auto und haben Eliana gerade abgeliefert bei Judys Mom, weil die sie unbedingt noch sehen wollten vor unserem Urlaub. Genau. Wir warten jetzt gerade noch auf Katrin, weil wir haben uns zum Essen verabredet. Die sehen wir heute ja auch das letzte Mal vor dem Urlaub. Und eigentlich wollten wir auch noch mit Paddy essen gehen, also sie noch sehen, aber sie kommt... Aber sie kommt leider erst sehr spät nach Hause an von Venedig. Also sie fahren nämlich mit dem Auto von Venedig nach Hause. Und ja, die sind noch unterwegs. Ihr habt ja vor ein paar Tagen mitbekommen, dass wir ein Bild gemacht haben für den Film Bad Spice. Ab dem 30.08. läuft der Film in den Kinos. Und passend dazu haben wir ein richtig cooles Gewinnspiel für euch. Und zwar habt ihr die Chance, uns zu treffen. Eine Reise nach Berlin zu gewinnen. Genau, eine Reise nach Berlin zu gewinnen mit der Begleitung eurer Wahl. Also ihr könnt auch mit eurer besten Freundin zum Beispiel. Dafür müsst ihr einfach nur den Spy-Test machen, um rauszufinden, welcher Spy-Typ ihr seid. Also das verlinke ich euch. Die haben uns gerade angestresst, gell? Hä, wegen was denn? Es gibt immer so viele Leute, die tun sich so unnötig aufregen. Was ist das? Wirklich. Alter. Da ist Katrin. Was ich sagen wollte, also in der Infobox findet ihr einen Link. Da kommt ihr dann auf den Spy-Test und findet dann heraus, welchen Spy-Typ ihr seid. Das Ergebnis müsst ihr dann auf Instagram oder auf Facebook posten. Und zwar mit den Hashtags Anna Spy Camp oder Kat Spy Camp. Verlinkt dann noch Bad Spice und eure beste Freundin, mit der ihr quasi mitmacht. Und dann seid ihr auch schon dabei beim Gewinnspiel. Ja, wir würden uns auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr mitmacht. Und wir freuen uns, euch zu treffen, mit euch einen Tag zu verbringen. Und wir dürfen nämlich auch an dem Tag schon vorab Bad Spice den Film sehen, also bevor es rauskommt in den Kinos. Das finde ich auch mega cool. Viel Glück! Unser Essen ist jetzt da. Wir sind übrigens bei einem Koreaner. Wie nennt man das nochmal? Kimbap. Kimbap, genau. Das ist koreanisches Sushi eigentlich. Und ich habe Yaki Udon. Also Udon-Nudeln mit Teriyaki-Soße. Das lassen wir uns jetzt schmecken. So, wir sind jetzt wieder im Auto. Und holen jetzt Eliana. Wir sind jetzt wieder zu Hause und sie hat eigentlich geschlafen. Und ich bin gerade dabei, meinen Koffer zu packen für mich und Eliana. Wir teilen uns einen Koffer. Und es ist echt mega schwierig. Ich packe nämlich zum allerersten Mal für sie und mich für 7 Tage. Deswegen, ich muss jetzt mal googeln, auf was ich alles achten muss und was ich alles dabei haben muss. Ich habe jetzt nur eine Packung Windeln eingepackt, weil wir dort ja auch Windeln kaufen können. Deswegen, eine sollte auf jeden Fall für den Anfang reichen. Dann nehme ich auf jeden Fall Schlappen mit. Hier mache ich meine Flüssigkeiten rein. Und genau, ich habe für sie habe ich auch eine aufblasbare Badewanne gekauft. Das kann sie dann auch als Planschbecken nutzen. Genau, Feuchttücher. Ich werde jetzt auf jeden Fall jetzt mal alles packen, weil morgen fliegen wir zwar erst um 18 Uhr. Also ich könnte morgen eigentlich auch noch meinen Koffer packen, aber ich dachte, wenn ich es jetzt schon packe, dann kann ich mir über Nacht noch überlegen, was ich vielleicht vergessen haben könnte. Deswegen mache ich das jetzt. Als Pflegeprodukte habe ich für sie ihr Öl und ihre Creme. Body Lotion. Ich fange mal von vorne an. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden interessiert, aber ich zeige es trotzdem mal. Im Schnelldurchlauf. Ich habe bestimmt auch Sachen vergessen, aber das werde ich dann morgen nachträglich einpacken. Also, eine Packung Windeln. Feuchttücher. Dann die aufblasbare Babybadewanne. Hier so eine Bettunterlage, eine Decke, dann 1, 2, 3, 4 Spucktücher, ein Stilltuch, falls wir unterwegs sind oder sowas, ein Lätzchen, 2 Waschlappen, 2 Handtücher, also für sie,
Dann habe ich, da bin ich mir aber nicht sicher, ob sie da reinpasst, aber ich habe es auf jeden Fall. Ein Neoprenanzug. Ich glaube, das ist ein bisschen zu groß, also weil hier steht 6 Monate. Aber irgendwie sieht es für mich aus, als würde sie da reinpassen. Und noch eins, also 2. Ich glaube, die sind ungefähr in der gleichen Größe, ja. Bin mal gespannt, ob sie da reinpasst, weil hier steht 6 Monate. Wenn nicht, dann ist jetzt auch nicht schlimm, dann ist es halt einfach zu groß. Sie wird sowieso nicht im Meer baden oder sowas, sondern nur in dieser Babybadewanne. Und kann sie da ein bisschen planschen. An Klamotten, bei Klamotten war es richtig schwierig, weil ich wusste irgendwie nicht, wie viele Bodies und so. Ich habe jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bodies. Und eins ist Langarm. Aber ich glaube, ich nehme noch einen Langarm mit. Dann habe ich 2 Latzhosen. 1, 2, 3 Hosen. 3 Hosen? Ne, 4 Hosen sogar. 4 Hosen. Man weiß ja nie. Ich habe wahrscheinlich eh zu viele dabei, aber lieber zu viel als zu wenig. Ein Strampler. Eigentlich ist es viel zu warm für einen Strampler, aber einen habe ich auf jeden Fall mit. Vielleicht für den Flug, Rückflug oder so. Dann habe ich für besondere Anlässe, eigentlich ja, braucht sie das nicht, aber ich dachte, das wäre ganz süß. Einmal so ein Jeanskleid und dieses Gelbe, was sie auch beim Shooting anhatte. So. Und eine Jacke zum drüberziehen. Also eine Weste, Jacke, wie man auch immer. Cardigan, wie auch immer das nennt. Ich werde aber auf jeden Fall nochmal googeln, weil ich hundertprozentig was vergessen habe. Ich habe jetzt ein Schnuffeltuch habe ich auch dabei. Ich habe das jetzt einfach mal so grob eingepackt. Ich werde mich jetzt mal von euch verabschieden. Kat ist gerade unten mit Leo. Und sagt nochmal Tschüss für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.